Corgi, Hunderasse, die 10 wichtigsten Fakten. Heute dreht sich alles um den Corgi. Ich habe für dich die 10 wichtigsten Fakten zusammengefasst und stelle dir den Corgi vor. Bevor es losgeht, noch eine kurze Einleitung. Der Corgi ist eine charmante und lebhafte Hunderasse, die ihren Ursprung in Wales hat. Es gibt 2 verschiedene Arten von Corgis, den Pembroke Welsh Corgi und den Cardigan Welsh Corgi. Sie wurden ursprünglich als Hütehunde für Schafe und Rinder gezüchtet und sind für ihre Intelligenz und ihren freundlichen Charakter bekannt. In diesem Hunderasseporträt wirst du mehr über diese faszinierende Hunderasse erfahren und warum sie so viele Menschen begeistert. Geschichte des Corgis. Corgis haben eine lange Geschichte, die bis ins 10. Jahrhundert zurückreicht. Sie wurden in Wales als Hütehunde für Schafe und Rinder gezüchtet. Die beiden Corgi-Arten Pembroke und Cardigan entwickelten sich in unterschiedlichen geografischen Gebieten von Wales und wurden erst im 20. Jahrhundert als 2 separate Rassen anerkannt. Wesenszüge und Charaktereigenschaften. Corgis sind intelligente, aktive und freundliche Hunde. Sie sind sehr anhänglich und loyal gegenüber ihrer Familie und kommen im Allgemeinen gut mit Kindern und anderen Haustieren aus. Corgis sind aufmerksam und wachsam, was sie zu guten Wachhunden macht. Sie haben einen starken Arbeitseifer und sind stets bemüht, ihren Besitzern zu gefallen. Passt der Corgi zu mir? Corgis eignen sich gut für Familien, Paare und Einzelpersonen, die einen intelligenten und lebhaften Begleiter suchen. Sie benötigen tägliche Bewegung und geistige Anregung, um glücklich und ausgeglichen zu sein. Corgis können sowohl in städtischen als auch in ländlichen Umgebungen gut zurechtkommen, solange sie genügend Auslauf und Beschäftigung erhalten. Wie halte ich einen Corgi? Erziehung und Entwicklung des Welpen. Corgis sind intelligente Hunde, die eine konsequente und liebevolle Erziehung benötigen. Sie sind von Natur aus gelehrig und können schnell lernen, wenn sie mit positiver Verstärkung und Belohnung trainiert werden. Eine frühe Sozialisierung ist wichtig, um einen gut angepassten und freundlichen Hund zu fördern. Wie viel Beschäftigung braucht der Corgi? Der Corgi benötigt tägliche körperliche und geistige Auslastung. Spaziergänge, Spiele im Freien und Hundesportarten wie Agility oder Obedience sind ideal, um den Hund auszulasten. Intelligenzspiele und Nasenarbeit können auch dazu beitragen, den Hund geistig zu fordern und zufrieden zu halten. Gesundheit und Pflege. Die Fellpflege des Corgis ist recht einfach, da ihr mittellanges, dichtes Fell regelmäßiges Bürsten erfordert, um abgestorbene Haare zu entfernen und die Haut gesund zu halten. Corgis haaren stärker während ihrer halbjährlichen Fellwechsel. Corgis können anfällig für bestimmte gesundheitliche Probleme sein, wie zum Beispiel Hüftdysplasie, progressive retinale Atrophie, PRA und degenerative Myelopathie. Eine verantwortungsvolle Zucht und regelmäßige tierärztliche Untersuchungen können dazu beitragen, das Risiko solcher Erkrankungen zu minimieren. Interessantes und Wissenswertes. Corgis sind wegen ihrer kurzen Beine und ihres länglichen Körpers leicht erkennbar. Ihre Größe war ein Vorteil bei ihrer ursprünglichen Arbeit als Hütehunde, da sie so leicht unter den Tieren hindurchlaufen konnten, um sie zu kontrollieren. Die Rasse erlangte internationale Bekanntheit durch die britische Königin Elizabeth II., die eine leidenschaftliche Corgi-Liebhaberin ist und im Laufe ihres Lebens mehrere Corgis besessen hat. Corgis sind vielseitige Hunde, die in verschiedenen Hundesportarten wie Agility, Flyball, Obedience oder Rally Obedience erforderlich sein können. Sie sind auch als Therapiehunde und Besuchshunde in Krankenhäusern, Altenheimen und Schulen beliebt. Das waren auch schon die wichtigsten Punkte zum Corgi. Danke, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal.
deine Hundefreunde von Hunde Fantastisch.